Eigentümer und Mieter soll das neue Heizungsgesetz 56 Milliarden Euro kosten oder auch mehr. Die Zahlen der Bundesregierung sind deutlich geschönt. Hohe Investitionen, geringes Energiesparpotenzial. Mir wurde eine energetische Sanierungsmaßnahme vorgeschlagen, die sich erst nach 265 Jahren rechnen würde. Andere Maßnahmen brauchen bis zu 640 Jahre. Der Deutschen Energieagentur sind solche Zahlen nicht bekannt. Ich weiß nicht, welche Maßnahme sich in 600 Jahren rechnet. Berlin. Wir sind mit einem Branchenkenner verabredet, der unsere Recherchen von Anfang an begleitet. Alexander Börger betreibt einen YouTube-Kanal. Er hat sich auf Energiethemen spezialisiert und eine Ausbildung zum Energieberater gemacht. Bei diesem Treffen geht es um den Sanierungsfahrplan. Immobilieneigentümer müssen ihn erstellen lassen, wenn sie für bestimmte energetische Maßnahmen einen Zuschuss vom Staat beantragen wollen. Mir hat ein Zuschauer seinen Sanierungsfahrplan zugeschickt. Er wollte also quasi eine Zweitmeinung haben, weil er einfach erschrocken war, dass er über 200.000 Euro da bezahlen sollte. Und ich meine, wo soll man das hernehmen? Die Hälfte der Summe verschlingen allein die Dämmung der Außenwand, neue Fenster und eine zentrale Lüftungsanlage. Geschätzte Kosten nach Abzug der staatlichen Förderung 106.000 Euro. Energieeinsparung 400 Euro pro Jahr. Wenn wir jetzt aber mal eine ganz simple Rechnung aufmachen, nämlich dass wir die Investitionskosten von 106.000 Euro nehmen und die durch die 400 Euro teilen, dann kommen wir auf über 250 Jahre, die es dauern würde, bis sich die Investition gerechnet hätte. Diesen Fall wollen wir uns genauer ansehen und fahren nach Baden-Württemberg. Ein Haus, Baujahr 1970. Hier wohnt Stefan Bender zusammen mit seinen Eltern. Erst vor kurzem hat er viel Geld ausgegeben, eine neue Heizung eingebaut und eine Solaranlage installieren lassen. Das hat auf jeden Fall mehr als ein Jahreseinkommen ausgemacht. Und das ist natürlich nicht vom laufenden Konto gelaufen, sondern da habe ich dann schon in die Rücklagen fürs Alter zurückgreifen müssen. Jetzt weitere 106.000 Euro investieren, um 400 Euro Energiekosten im Jahr zu sparen. Das rechnet sich nicht. Sein Energieberater hat das trotzdem vorgeschlagen. Und dass die Maßnahme völlig unwirtschaftlich ist, geht aus dem Sanierungsfahrplan nicht hervor. In meinen Augen ist es einfach nur verrückt. Und kein normal denkendes wirtschaftliches Unternehmen würde eine Investition tätigen, die sich erst in Hunderten von Jahren rechnet. Das Team von CO2 Online soll für uns herausfinden, ob solche Fälle häufiger vorkommen. Hier sitzen Profis in Sachen Wirtschaftlichkeitsberechnung. Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft finanziert sich unter anderem durch Fördermittel der EU sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Eines ihrer Serviceportale? Ein Modernisierungscheck, mit dem Immobilieneigentümer kostenfrei überprüfen können, welche energetischen Sanierungsmaßnahmen sich finanziell lohnen. Wir erheben Daten von realen Gebäuden in Deutschland und haben eine Datenbank aufgebaut, die es so in Deutschland nicht gibt. Da sind über 1 Million Gebäudedaten drin und wir können dadurch genau sagen, was Sanierungsmaßnahmen bringen, wie viel Energie in den Haushalten und in den Gebäuden verbraucht wird. Wir haben Sanierungsfahrpläne von Plus-Minus-Zuschauern zur Berechnung mitgebracht. Auch diese Stichprobe deckt bemerkenswerte Zahlen auf. Am schnellsten amortisiert sich bei allen Beispielen noch eine Gesamtsanierung in einem Zug. Doch selbst das kann dauern. Und die Eigentümer brauchen dafür eine ganze Menge Kapital. Führen Sie nur einzelne Maßnahmen durch, kann von rentabel nicht mehr die Rede sein. Fenstertausch und Lüftung zahlen sich in einem Fall nach 320 Jahren aus. Eine Dachdämmung nach 495. Bei einem anderen Beispiel sogar erst nach 640 Jahren. Der Sanierungsfahrplan soll zeigen, was das bestmögliche Ergebnis ist. Das bestmögliche, aus Energieeffizienzsicht. Also nur um die Einsparung der Energie, aber nicht, was wirtschaftlich das Sinnvollste ist. Selbst wenn Energie- und CO2-Kosten in den nächsten 20 Jahren steigen, rechnen sich manche Maßnahmen nicht. Und auch davon kein Wort in den Sanierungsfahrplänen.
Es liegt an der Art, wie die Daten aufbereitet sind, dass man damit keine vernünftige Wirtschaftlichkeitsberechnung machen kann. Wenn der Sanierungsfahrplan das leisten soll, dann brauchen wir andere und weitere Daten dafür. Unsere Recherchen zeigen allerdings, eine Aufklärung darüber, ob sich energetische Maßnahmen auch finanziell lohnen, ist nicht unbedingt vorgesehen. Im Handbuch für staatlich geförderte Energieberater jedenfalls gilt bei der Erstellung eines Sanierungsfahrplanes die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung als optional. Im Klartext, die Zahlen können auf den Tisch, müssen aber nicht. Warum werden die Eigentümer nicht offen über die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen informiert? Das wollen wir von der bundeseigenen Energieagentur wissen, die für den Sanierungsfahrplan mitverantwortlich ist. Wir entwickeln das Instrument ja immer weiter und wir haben nach Beratungen auch mit Energieberatern, auch mit Gebäudeeigentümern, Bauherren uns entschlossen, das als optionale Möglichkeit reinzunehmen und nur eine Schätzung zu den Investitionen vorzusehen. Das liegt daran, dass so eine Wirtschaftlichkeit, da sind eben sehr viele Faktoren, die einfließen. Energiepreise, Energiepreisentwicklung, Zinsen, Zinsentwicklung, der CO2-Preis letztendlich. Und das sind alles Sachen, die sehr dynamisch sind. CO2 Online hat es trotz dynamischer Faktoren geschafft, für plus minus die Amortisationszeiten in Sanierungsfahrplänen zu berechnen. Am Ende kommt gar nichts dabei raus. Und das Unternehmen hat noch weitere interessante Zahlen. Die Auswertung der Gebäudedatenbank zeigt, dass der Heizenergieverbrauch in Deutschland trotz energetischer Sanierungen seit 2010 nicht abnimmt, sondern mehr oder weniger stagniert. Die Leute sanieren und stecken viel Geld in die Sanierung, aber bekommen noch nicht das raus, was eigentlich berechnet wurde. Das heißt, die Sanierung spart nicht so viel Energie ein. Und dann kann man sich das auch sparen. Wenn saniert wird, dann muss es auch wirksam sein. Ein Experte für Finanzwissenschaft, Professor Fritz Söllner von der Technischen Universität Ilmenau. Er hat im Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie zur geplanten Änderung des Gebäudeenergiegesetzes Stellung genommen. Die Hauptlast der Sanierungskosten sollen Privathaushalte tragen. Laut Bundesregierung fast 56 Milliarden Euro. Die tatsächlichen Kosten, die auf die Hausbesitzer und Mieter zukommen, sind wesentlich höher. Wir reden da von einer Größenordnung von 2.500 bis 3.000 Milliarden Euro. Das neue Heizungsgesetz, von dem viele Millionen in Deutschland betroffen sind, ist noch gar nicht beschlossen. Aber die Auswirkungen spüren Stefan Bender und seine Eltern schon jetzt. Der Preis für ihr Haus geht rasant nach unten. Laut der Wertermittlung meiner Hausbank ist der Wert jetzt im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 Euro gesunken, weil es nicht mehr nach dem aktuellen Stand energetisch top saniert ist. Immobilieneigentümer stehen vor einem Dilemma. Wollen sie einen Wertverlust vermeiden, müssen sie sanieren, auch wenn sich manche Maßnahmen überhaupt nicht rechnen.